Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Heute ist der 19.10. und wir sind mittlerweile beim 34. Tag, nicht so wie gestern. Eigentlich müsste gestern ja der 33. gewesen sein, aber ich habe es wieder falsch gesagt, aber ist egal. Ich soll es mir langsam mal aufschreiben. Jedes Mal die Folge 10 passt nicht, weil ich mache auch manchmal im Mikrofon testen, da habe ich halt mehr Videos, als ich eigentlich folgen. Na egal. Muss euch nicht interessieren. Gestern war 33, heute 34. Und ja, wir starten gleich. Geht natürlich perfekt los. Es ist schon 10:45. Es ist zwar Freitag, aber ich werde ziemlich früh ins Bett gehen, weil ich habe morgen was vor. Habe ich noch keinen verraten. Also nichts, hat nichts mit YouTube zu tun. So, wir spielen gegen Zerg. Und wir spielen viel Adepten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ah, die Peiling, der Peiling kommt zu spät, der Peiling kommt zu spät. Peiling ist etwas spät. Das geht eigentlich. Minimal. So wie im Standard Exe, also Gate Exe. Oh, relativ spät. Pool of First, so wie es aussieht. Kein Gas, doch Gas. Das schaut wohl nach was Schnellerem aus. Wir nehmen dann ein zweites Gate. Wir machen unseren normalen Bild. Da sind wir auf jeden Fall safer als. Safer als safe. So, bauen Bersi. Nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das war eins zu viel. Immer noch keine Echse. Das ist aber jetzt schon sehr seltsam. Das sind wahrscheinlich Linge. Keine Linge. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ajur. Bauen zwei Adepten. Nicht genügend Mineralien. Auf jeden Fall noch mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Pylon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir Echsen dann trotzdem jetzt. Ja? Naja, er wird irgendwo eine Proxy Hedge gesetzt haben oder hat die dritte gleich genommen. Die Erstgeborenen werden. Oder gehen einfach mal runter gucken. Genug, Medi. Die Schlacht wartet. Ist schon ein bisschen seltsam, was er da spielt. Gebt uns einen Auftrag. So soll es geschehen. Niemand kann uns aufhalten. Najakar Mina. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die Tempel kontakten vor. Roaches? Was ist euer Begehr? Najakar, okay, da, da. Unser Denken gleicht sich. So, wir brauchen auf jeden Fall unbedingt sofort eine. Oh, noch ein Gel, noch ein. Da kommen sie. Die Dinger. Was wünscht ihr? Für den Ruhm. Vorwärts! Wir dienen mit Stolz. Na. Shit. Also wird gleich mit Roaches hier eingetanzt kommen. Wahrscheinlich, ich bin das Herr. Forschung abgeschlossen. Ja, sehr wahrscheinlich hier, wie heißt denn das? Lasst unsere Feinde. Oder so.
Shit. Zurück. Ich bin hier in die Schatten. Was ist euer Begehr? Nun gut. Ihr benötigt einiges Fingas. Ja. Ja, ich bin hier. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr benötigt mehr Westfingas. Sehr weise. Faszinierend. So. Mal verteidigt. Ihr benötigt mehr Westfingas. Ihr benötigt mehr Westfingas. Ich bin hier. Ihr benötigt mehr Westfingas. Ich bin so wenig Gas, ey. Ich bin. Ihr benötigt mehr Westfingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Komm mal gleich auf Dings umsatteln. Ihr benötigt mehr Westfingas. Immortals. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, auf jeden Fall noch mehr Gas, viel mehr Gas. Müssen wir mal gucken, nicht, dass jetzt Mut ausbaut. Ich bin hier in den Schatten. Wir werden dasselbe Problem haben wie immer. Mineralienfeld erschöpft. Eure Sonden werden angegriffen. Auf jeden Fall auf Archons. Ach, der Bär. So ein bisschen können wir eigentlich killen. Keine Mutas, bitte keine Mutas. Noch nicht. Was ist euer Big? Eine zweite. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Natürlich ein Lücken wäre sie nicht. In den Schatten. Wir sind eins in den Schatten. Ihr habt nicht genug. Mein Leben für Ajur. Sehr weise. Genug meditiert. Ich bin das Herz. Ganz wie ihr. So, wir können zurückbeamen, deswegen. Wir sind das. Hätte ich mal gucken gehen. Wie ihr befehlt. Schienen krieg ich mal.
Oh, das will ich auch weghaben. Der war nicht so gut. Und wir sind wieder über 4000. Haben es endlich wieder geschafft. Der war Dia 1. Davon war ich ganz schön schlecht. Ja, okay. Der war mal Dia 1. Also Ressourcentier, der war ja... Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall spielen noch eins. Ja, ich habe natürlich mein Trinken irgendwo anders hingestellt. So, wie sieht eigentlich unsere Statistik aus? Wir haben jetzt wieder 3 Spiele gewonnen. Ja, anscheinend gewinnen wir jetzt wieder ein paar. Wir sind auf jeden Fall noch im Positiven, das ist schon mal gut. Platz 4 mittlerweile. Aber das hat ja nichts zu sagen. Wir wollen auf jeden Fall in die nächste Liga. Das kann ich wieder. Bis 20. November. Da müssen wir schon die 1 werden. Das wäre schon cool. Ich weiß nicht, wann eigentlich die Ligas geschlossen werden. Kann ich gar nicht sagen. So, Glück, have fun. Das Spiel wahrscheinlich ein normales Zergspiel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Komm, diesmal mit unserem Pylon, aber nicht so spät. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich glaube, im vorigen Spiel das Umschwenken dann auf 2 Gates. Oh, auf 2 Gates. War ich ziemlich gut. So, ich jetzt schon wieder selber. Okay, eindeutig dasselbe. Oh, der ist schon fertig. Das. Oh nein, Pylon. Mein Leben für Ajur. Orin Shisar. Wir stehen vor. Shit. Was ist das denn? Ja, hab ich verloren. Ehre den Dalai Lama. Ja, Exekutor. Eure Sonden werden angegriffen. Naja, GG. So ein Schieß habe ich auch noch nicht erlebt. Ach, da habe ich mir selbst den Weg blockiert. Das war nicht schön. Hätte ich nicht verlieren müssen. Da habe ich mir selbst den Weg blockiert.
aber wie gesagt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also, dass er dann so viel Hedges baut, das hätte alles ein Linger haben können. Normalerweise wäre er nicht reingekommen. Na, komm, die kriegen wir nochmal, dann können wir es nochmal spielen. Es gab auch nur minus 10, sind wir wieder unter 4000 gerutscht. So, jetzt kommt nochmal denselben. Bin bereit dafür. Was für ein Cheese, ey. Nein, kriegen wir einen anderen Zerg. Ich hätte anders schalten müssen. Ich hätte hab gesehen, dass der Pool viel früher fertig war als sonst. Das war, glaube ich, nur. Das war auf jeden Fall. Fight. Das war, glaube ich, nur ein 12er Pool oder sowas. Hätte ich viel früher schalten müssen, dass ich runter muss. Also, dass ich hätte auf jeden Fall die Schmiede setzen müssen. Wäre es besser für uns gelaufen. Hätte ich mich eine Cannon gehabt, dann wäre es vorbei gewesen. Sag echt jetzt, die spielen jetzt gerade alle. Es ist gerade anscheinend innen. Ja, genau dasselbe. Verstehe ich nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kam das gerade irgendwo in einem. Ich versuch's mal wieder ohne. So, dann diesen mit Pilot nicht vergessen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die BS sind halt ein bisschen hinterher. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich mein Leben für Ajur. Gerechtigkeit! Hexen gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, hat er. Ihr habt Basis wird angegriffen. Ja. Da kommt er nicht durch. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Die Erstgeborenen. Oh. Wo werden wir gebraucht? Vorwärts. Ajur wird erneut unser sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Muss aufpassen, dass ich meine Adepten nicht verliere. Nicht genügend Mineralien. Niemand kann uns aufhalten. Najaka Minar. Wir dienen mit Stolz. Für den Ruhm. Nur die Gläubigen fürchten. Vor Sana. So soll es geschehen. Unser Denken. Er spielt so ein bisschen anders als der andere. Was wünscht ihr? Ja, gebt uns einen Auftrag. Händler rücken vor. Aber ich probiere es nochmal. Wir sind gierig. Ihr habt nicht theoretisch der Vorteil von uns ist, wir sind eigentlich viel weiter jetzt sein als er. Theoretisch. Die Schlacht wartet. Ja, Exekutor. Für den Ruhm.
Ayur wird erneut unser sein. Vor Salah, die Schlacht wartet. Die Templer rücken vor. Vorwärts! So soll es geschehen. Unser Denken gleicht sich. Auslöschung. Nur die Gläubigen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die gehen wir mal rüber. Ohne Husten unser Zeug. Ja, dann nimmt jetzt die dritte. Nee. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Dalai Lama. So soll es geschehen. Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. Hor Salah. Niemand kann es aufhalten. Ehre den Dalai Lama. Hor Feindkontakt. Habe ich noch ausgeschickt, okay. Werden wir gebraucht. Die Templer. Was wünscht ihr? Hm? Mineralienfeld erst. Nimmt er die nicht auf, ey? Hab ich gerade nicht verstanden, ey. Und auf jeden Fall Hydras. Sollten wir uns mal sputen mit unseren. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. So, das brauchen wir auch gleich noch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, was ging? Die unsichtbare Gut? Nö. So, und die schreien noch dazu. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mann, ich regiere auch schlampig heute. Dies müsst ihr in einem Energiefeld nicht
jeden Fall schon noch eine. Ich würde fast sagen, wir machen Go. Ja, nicht, dass wir uns hier überrumpeln lassen. Schon. Basis wird jetzt hat er... ich hab keine Overs hier. Das bricht mir grad das Genick. Oh, schon wieder diese Viecher, ey. Kann ich in keine Sachen bauen? Der Kampfesruhm wird unser sein. Kassadit. Kassadit in Lari. Upgrade. Ich bin fast schon wieder bei Lurkern draufgegangen. Das kann doch nicht sein. Hier ist noch nicht alles besetzt. Ihr benötigt, ihr habt nicht genügend. Kassar, mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt, die Tees, ja, die Tees brauche ich aber nicht. Klon wird angegriffen. So viele von dem Scheißviechern. Brauche ich nicht fighten, ey. Erleuchtet mich. Meine Aufgabe, Kassar, die Templari, Entarum. Lurker. Da muss man nichts können, das ist wie mit Panzern. Mein Leben für Ajur. Ihr
Ja, was soll ich jetzt noch gegen machen? War so weit vorne und dann baut man Lurker oder so und einfach hin. Ihr habt nicht genügend Mineralienfeld. Mein Leben für Ajur. In Eiligkeit liegt Stärke. Upgrade durchgeführt. Ich vernahm nicht genügend Energie. Vergiss es einfach, ey. Mein Leben für euch. Oh, dann haben wir das. Was willst du denn da machen, ey? Eure Sonden werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Basis wird angegriffen. Der war nicht gut. Aber ich war viel schlechter. Lurker. Das kann doch nicht sein. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Muddybär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muddybären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muddybär. Tschüss.